Nimm dich vor Hochspannung in Acht. Ah, es tut mir leid, das kommt manchmal so durch. So, ein weiterer Mechaniker mit drei Pokémon. Oh, bitte nicht. Magnetilo. Los, Leonardo. Zeig, was du kannst. Ob du dich gegen Elektro-Pokémon durchsetzen kannst, die anscheinend keine Elektro-Attacken können. Boah, ja, Mann. Leonardo, du bist einfach das beste Pokémon in meinem Team. Und das nächste Magnetilo wird eingesetzt. Oh, Magnetilo. Ja, Magnetilo ist cool, cool, cool. Es hat auch zwei Entwicklungen, nämlich Magneton und Magnezone. Aber in der ersten Gen nur Magneton. Magnezone ist, glaube ich, in der vierten Gen erst dazugekommen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und da sehen wir schon Magneton. Es hat nämlich das Dictry-Syndrom. Es ist nämlich einfach ein dreifaches Magnetilo. So, und nochmal bis hoffentlich kann Magneton keine Elektroattacke. Ah, es kann Donnerschock. Au, 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 au. Okay, 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 okay. Obwohl das sehr effektiv ist, hat es mir nicht sehr viel gemacht. Aber es gibt ordentlich Erfahrungspunkte. So. Au, der Funke ist übergesprungen. Warum rede ich wie Magnetilo? Oh, scheiße, noch zwei Trainer. Okay, das heißt, Trank, okay. Leonardo. So. Trank, okay, Leonardo. So, das reicht erstmal aus. Und dann der Trainer da oben. In meiner Klasse bin ich der Beste. Das ist mir egal. Ich spiele einen 10-jährigen Jungen, der alleine die Pokémon-Welt bereist, der nicht zur Schule geht und vollkommen verblödet. Sei du ruhig in deiner Klasse der Beste. Radfratz. Oh, wir haben ja schon lange nicht mehr gesehen. Radfratz! Obwohl in jedem Pokédex-Eintrag steht, dass Radfratz das am meist verbreiteste Pokémon ist, taucht es wild nicht in der dritten Generation auf. Also in der Höhenregion, oh, 36, gibt es keine wilden Radfratz. Das wundert mich sehr, weil sonst gibt es die überall. Und auch in der sechsten Gen gibt es kein wildes Radfratz. Komisch, komisch. Finde ich schade, weil eigentlich für mein Pokédex und Pokémon Y hätte ich schon gerne Radfratz und Radikal. Weil ich will den nach und nach vervollständigen. Also es ist nicht mein höchstes Ziel. Mein Ziel zur Zeit ist es, also ich habe das Spiel durchgezockt. Ja, Radikal. Dann habe ich mich darum bemüht, alle Items und so zu kriegen. Alle TMs, alle Megasteine, habe auch alle Mega-Pokémon. Habe auch alle Mega-Pokémon auf Level 100 gebracht, in ihre Attacken und so beigebracht. Habe alle Legenden gefangen und zurzeit trainiere ich meine Pokémon für die Turnierszene. Denn in nächster Zeit stehen einige Turniere an und ich muss meine Pokémon mehr trainieren und ich will gucken, was ich... Oh, Leonardo entwickelt sich. Genau, es ist ja auf Level 36. Ah, seine letzte Stufe ist erreicht. Oh, was für ein Klopper. Was für ein Brecher. Yeah, Leonardo wurde zu Turtok. Ja, Turtok, Turtok. Yes! Haben wir hier was Verstecktes? Fliege findet Fluchtseil. So, was ich sagen wollte. Ich bin ja dabei, meine Pokémon für die Turnierszene zu trainieren. Weil eigentlich habe ich mich nie dafür interessiert, aber... Haha, bisher habe ich noch nie verloren. Da Game Freak die Turnierszene durch Pokémon X und Y aufleben lassen hat. Spieler möchte kämpfen, okay. Sie haben nämlich das Supertraining und so reingebracht, dass es Trainern leichter fällt, die Werte einzusehen und speziell zu trainieren, ohne massig Zeit da zu investieren. Das finde ich sehr gut von Game Freak. Deswegen nutze ich auch die Chance und trainiere zum ersten Mal Pokémon für Turniere und nicht nur einfach so zum Spaß. So, Magnetilo, diese Elektro-Pokémon sind zwar alle schlecht gegen mein Wasser, gut gegen mein Wasser-Pokémon, aber das macht mir nichts aus. Ich habe doppelt so viel Level. Ist ein bisschen schade, tut mir auch leid, aber Turtok macht all platt. Fliege besiegt den Spieler. Es gibt immer ein erstes Mal. Okay, noch so ein Perverser, schnell weg. So, was geht denn hier ab? Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, ihnen allen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Ah, den Namensbewerter gibt es also seit der ersten Gen schon. Da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Oh, erstmal, bevor ich den anspreche, den hier. Ich suche nach Nidorino. Tauschst du es gegen Nidorina? Nein. Oh je, wenn das so ist. Ich habe selbst ein Nidorina. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis. Geh, Hilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor.
Also, Fliegi, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja. Mal schauen. Oh, du hast jetzt 21. Egal. Du benötigst 30, um das Geschenk zu halten. Die Klappe, ich will den Detektor sowieso nicht. Ich mag den Detektor nicht so. So, was haben wir denn hier? Okay, hier ist ein Weg. Ein Weg, ein Weg. Was liegt denn da? Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Ah, es ist ein Snorlax. Diese Kammern hier, die sind irgendwie verdächtig. Gibt es hier was Verstecktes? Nö, gibt es nicht. Schade, schade. Aha, da liegt ein Relaxo, englischer Name Snorlax. Würde ich gerne in mein Team aufnehmen, geht noch nicht. So, das heißt, auf geradem Wege durchs hohe Gras zurück nach Orania City. Wenn unterwegs was Interessantes kommt, werde ich es fangen, aber anscheinend nicht. Ich weiß, dass es hier ein Pokémon gibt, welches ich gern fangen würde, aber wenn es nicht auftaucht, ist es auch nicht so schlimm. Ich werde einfach geradeaus durchlaufen. Und? Ist es das Pokémon, was ich erhoffe? Es ist es! Es ist Traumato. So, Traumato, Level 13. Oh mein Gott, du wirst nichts überlegen, was ich dir entgegenschmeiße. Außer vielleicht Mofra. Leonardo, komm zurück. Los, Mofra. Leider kann Mofra... Du, alter... Egal, ich schmeiß einfach ein Pokéball. Hoffe, das funktioniert. Wenn Mofra Kieferattacken hätten, die wären natürlich sehr effektiv gegen Traumato. Aber in der ersten Gen war es noch alles ziemlich blöd mit Kieferattacken. Deswegen waren Psycho-Pokémon gnadenlos im Vorteil gegenüber allen anderen Pokémon. Was dann umgeändert wurde mit der zweiten Gen. Damit kam nämlich der Stahltyp und der Unlichttyp mit dazu, um den Typenpool ein bisschen durcheinander zu werfen. Ganz besonders was Psycho-Pokémon angeht, die dadurch schlechter wurden, weil Unlichtattacken natürlich sehr effektiv gegen Psycho-Pokémon sind. Und Psycho-Attacken treffen nicht gegen Unlicht-Pokémon, also haben keine Wirkung. Fand ich cool, weil ich mag Unlicht-Pokémon, aber ich habe nie verstanden, warum sie es Unlicht genannt haben und nicht einfach Dunkelheit oder Finsternis, weil Tschüss Traumato war mir jetzt egal, ich hatte sowieso keine Chance, dich zu fangen. Unlicht hört sich ein bisschen blöd an. Ich meine, es gibt auch keine Licht-Pokémon. Warum dann Unlicht? Aber so ist das manchmal. Vielleicht ist es auch nur eine... Oh, ein Sandan, das habe ich auch noch nicht. Vielleicht ist es auch nur eine blöde Übersetzung, weil ich weiß leider nicht, wie der Unlicht-Typ im englischen Original heißt. Ob er da, weiß nicht, Anti-Light heißt oder ob der da wirklich Darkness oder so heißt. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, weil es fällt mir gerade wirklich nicht ein. So, dann mal schauen. Das müsste dann... Genau, Sandan ist das 10. Pokémon auf meiner Box. Das, ich schreibe mir das immer nebenbei heimlich auf, ohne dass ihr es merkt natürlich. So, Sandan wurde gefangen. Für Sandan wird ein neuer Antrag im Pokédex angelegt. Sandan, die Maus. Dieses Pokémon lebt in trockenen Gebieten unter der Erde. Es jagt jedoch an der Erdoberfläche. Möchtest du Sandan einen Spitznamen geben? Möchte ich das? Nein. Denn mir fällt gerade keiner ein und bevor ich Ihnen irgendeinen blöden Spitznamen gebe, gebe ich Ihnen am besten keinen. Denn ich habe schon ein Boden-Pokémon, was ich entweder endgültig oder vorübergehend mal gucke, in mein Team aufnehme. Und das ist nämlich mein Diktri alias Triforce. So, jetzt, da ich ein paar Tränke und Pokebälle verballert habe, werde ich mir hier neue besorgen. Kann ich dir behilflich sein? Ja, erstmal auf Verkauf gucken. So, ich kaufe mir 9 Pokebälle und 6 Tränke. So, Kauf. Schau dich in Ruhe um. So, Pokebälle habe ich gesagt 9. Das macht dann 1100, danke. So, oh, hier gibt es Supertränke. Ist ja geil. Wow, dann kaufe ich mir sofort 10. Supertrank, das macht dann so und so viel. Genau, hier bitte sehr, vielen Dank. So, bevor ich jetzt die MSN betrete, die ich ja betreten darf, da ich ein Fahrradcoupon, wollte ich sagen, habe, da ich ein Bootsticket habe, gehe ich hier hin ins Pokémon Center. Ja, eilen. Lege gleich mein Monty ab, nehme dafür mein Triforce mit. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Ich danke dir, Schwester Joy. Ja, komm jederzeit wieder vorbei. Das werde ich tun. So, Fliegeschalter. Ein, ja, Bills PC, nicht mehr jemandens PC, weil wir ja Bill getroffen haben. So, Pokémon ablegen. Monty, auf Wiedersehen. Monty wurde in Box 1 transferiert.
und Pokémon mitnehmen. Wo ist es? Erstmal durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau, 10 habe ich mir aufgeschrieben, weil Triforce ins Team kommt. Triforce wurde transferiert, Triforce erhalten. So, dann schaue ich mal, was kann Triforce denn so? Oh, Triforce ist nicht geheilt. Oh, dumm. So, Kratzer, Heuler, Schaufler, Sandwirbel. Genau, in der ersten Gen wurden nämlich Pokémon, die auf die Box gelegt wurden, nicht geheilt. Man musste sie nachträglich noch heilen. Ja, hier war alles noch ein bisschen schwer und dumm und scheiße und 100 andere Wörter, die was mit Bauernhaufen zu tun haben. Aber was will man machen? Nicht meckern, einfach heilen. Kostet halt Zeit, aber gehört dazu. So, und bevor ich auf die MSN gehe, werde ich schauen. Falco ist das Einzige, was sich noch nicht entwickelt hat. So, und zu meinem Nidorina muss ich sagen, das entwickelt sich zur letzten Stufe durch einen Mondstein, den ich ja schon habe. Aber das mache ich erst auf Level 50, denn auf Level 50 erlernt es auch ihre beste Attacke. Und das will ich natürlich nicht einfach so links liegen lassen, indem ich es entwickle. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Orania City einmal im Jahr. Okay, dann werde ich dieses einmal im Jahr ausnutzen und sie besuchen. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Fliege, zeig das Bootsticket. Großartig, willkommen auf der MSN. Danke, dass du mich von der Seite anquatschst. So, hier könnte man surfen. Hier haben auch viele Leute gesagt, gibt es einen geheimen Mew-Trick, aber der funktioniert nicht. Viele Gäste sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehen sich nach einem Kampf. Passagiere. Was für ein Scheißwort. So, und der erste Passagier. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Das ist mir scheißegal. So, ein Gentleman. Er möchte kämpfen. Gentleman setzt Fukano ein. Tolles Pokémon. Los, Falco. So, da muss ich dann leider... Obwohl, ich wechsle auf Triforce. Was ich sagen wollte, und zwar haben viele gedacht, wenn man außerhalb... Also man geht erstmal... jetzt eins nach dem anderen. Man geht in die MSN. Man holt sich den Zerschneider hier, weil in der MSN kriegt man den Zerschneider. Und wenn man dann rausgeht, ist die MSN für immer weg. Aber... Leute haben sich dann in der MSN besiegen lassen, wurden dann im Pokémon Center abgesetzt, haben Zerschneider erhalten und trotzdem war die MSN noch da. Sind später, wenn sie Surfer bekommen haben, wieder zur MSN gegangen, sind direkt vor der MSN gesurft und dann gab es da immer einen Laster. Und viele Leute haben gesagt, wenn man an diesem Laster A drückt, dann taucht Mew auf. Und man hat die Chance, Mew, das 151. Pokémon, zu fangen. Das ist aber leider nicht so. Ich selbst habe es damals als Kind so oft ausprobiert. Wartet. Oh weh, verloren! Es ist nicht möglich, Mew auf diese Weise zu kriegen. Es ist aber möglich, Mew zu kriegen in diesem Spiel durch den Mew-Glitch. Wie der Mew-Glitch funktioniert, das könnt ihr nachlesen auf pokewiki.de. Es ist dort sehr, sehr, sehr ausführlich beschrieben, aber vorerst muss ich euch sagen, also erstmal an den Typ, du Rotznase, was fällt dir ein? Wenn ihr diesen Mew-Glitch versucht, kann es sein, dass eure Edition dadurch geschrottet wird, also die Datei an sich gelöscht wird oder gar du überhaupt nicht mehr abspeichern kannst und so. Es gibt viele Leute, die es probiert haben, bei denen es geklappt hat, die dann froh waren, dass sie Mew hatten. Aber ich persönlich will es nicht in diesem Let's Play ausprobieren und wahrscheinlich auch nicht in echt, weil ich bin eigentlich froh, dass ich dann den Speicherstand habe und will den nicht einfach so schrotten. Aber wenn da irgendwer Erfahrungen mitgemacht hat mit dem Mew-Glitch, dann schreibt es mir bitte, weil mich würde interessieren, wie das abgelaufen ist. Und vielleicht wohnt ihr auch in der Nähe und könnt mir einen Mew rübertauschen, da würde ich mich sehr drüber freuen. So, Falco erreicht Level 18, weil damals hatte ich alle 150 Pokémon, habe sehr, sehr, sehr viel Zeit in meine blaue Edition investiert, aber habe natürlich nie das 151. Pokémon bekommen. Das habe ich nämlich erst auf Gold und Silber durch einen Trick geschafft, den mir damals ein Schulkollege
gezeigt hat. Dann konnte ich mir Mew natürlich rübertauschen. Auf meine Edition hatte die 151. Aber es war irgendwie blöd. Man hätte es immer gern selbst gefangen. Nintendo hat zwar zu... Mist, du bist ganz schön gut. Ja, dankeschön. Hey, Falco entwickelt sich. Endlich, dann sind alle Pokémon in mein Team entwickelt, aber noch nicht alle Pokémon auf ihrer letzten Stufe. Falco wurde zu Tauboga. Korrekt, korrekt, korrekt. Da freue ich mich doch. So, was ich sagen wollte. Nintendo hat zu einer späteren Generation, ich weiß nicht mehr, ob das dritte, vierte, fünfte, keine Ahnung war. Stewart, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Ich hab nichts. Haben sie eine Verteilung von Mew gemacht, so ein Event. Leider konnten nicht alle dran teilnehmen, das fand ich sehr schade. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Genau. Knuddel, Knuddel. Aha, Knuddelluff. Sehr interessant. Hässlich. Ich reise immer mit Knuddelluff. Was habt ihr immer nur mit euren Fetischisten? So. Moin, moin, du Landratte. Ich bin der Stuart auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Ne, bin ich auch nicht. So. Oh, Trainer, Trainer, Trainer. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Ja, und wenn ich diese Stimme mache, bricht mir der Hals raus, Alter. Mein armer Adamsapfel, ey. Ich weiß gar nicht, wie der Don so lange seine komische, quiekige Peach-Stimme machen kann, ey. Ich würde sterben dabei, also... Don, erkläre mir dies, erkläre mir dies. So, wen setze ich ein? Obwohl, Tauboga gegen Taubsie, das muss doch funktionieren. Und dein Taubsie hätte auch schon längst ein Tauboga sein können, denn es ist auf demselben Level. Das gibt's doch nicht. Was manchmal hier mit den Trainern geht, dass sie ihre Pokémon nicht richtig leveln, ich verstehe das nicht. Bam, Windstoß in die Fresse. Aber ich setze Ruckzuckieb ein, damit darf ich immer zuerst angreifen. Und tschüss. Hier sieht Falco ein bisschen aus wie ein Pinguin, so. Nidoran weiblich. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, ich möchte wechseln. So, wo ist es denn? Beatrix, nämlich auf mein Nidorina. Ah, gut, dass ich Offscreen-Training gemacht habe. So kann ich nämlich jetzt immer mal ein paar andere Pokémon einsetzen und euch nicht langweilen. So, auch dein Nidoran weiblich hätte schon längst ein Nidorina sein sollen. Was soll denn das? Ach, ey. Die Trainer hier sind manchmal so bescheuert. So, so, so. Er setzt Giftstachel ein. Okay, Volltreffer. Attacke ist nicht effektiv, genau. Deswegen habe ich Giftstachel auch nicht auf dich eingesetzt, sondern greife weiterhin mit Kratzer an. Aua, das tut weh. Weiterhin Kratzer. So. Du setzt auch Kratzer ein. Das ist scheiße. Ich setze wieder Kratzer ein. Ja, das epische Kratzer-Duell. Tackle, mach ruhig, das ist mir egal. Ich setze wieder Kratzer ein. Und, na, da behält es so. Okay, die Attacke schlug fehl, das gefällt mir. So, Tackle auf der Nidoran weiblich und es ist weg. Was haben wir denn? So, Fliege besiegt Göre. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Was? Für die paar Pokémon die ganze Welt? Das ist aber schlecht, da hättest du ruhig ein paar Pokémon aus anderen Regionen mitnehmen können. Ich bin total im Pokémon-Fanat. Du auch? Ja, Fanat nicht, aber ich finde die Pokémon-Spiele, das ist meine liebste Spielereihe nach der Super Mario und der Legend of Zelda-Spielereihe. Ja, ja, so ist das. Los, Falco! So, Level 21. Uiuiuiui. Dann, wen setze ich ein? Okay, es tut mir leid, da muss Leonardo einmal ran. Wenn er nicht Level 21 hat, möchte ich nicht gern meine anderen Pokémon opfern. So, mein mächtiges Turtok, fahre deine Panzergeschütze aus und Aquaknarre Nidoran männlich zu Tode. Au, wham! Korrekt, korrekt. Fliege besiegt Teenager. Wow, du bist cool! Danke, Alter. Wenn du das sagst, bist du auch cool. Yeah, yeah. So, was liegt hier? TM8. Und da mir ja leider nicht gesagt wird, was das ist, muss ich nachschauen. So, wo ist es denn? Nein, ein runter TM8. Sie enthält Boy Slam. Okay, das finde ich gut. Das gefällt mir sehr. Das merke ich mir.